Draußen wird es immer kälter, nasser und ungemütlicher. Deshalb verbringen wir mehr Zeit zu Hause. Das bedeutet mehr Zeit zum Zocken. Damit ihr auch das richtige Spiel findet, zeige ich Tresgemo euch nun die 10 besten Game Pass Spiele, die im September erschienen sind und im Oktober noch erscheinen werden. An kalten Tagen ist nur wenig so herzerwärmend wie ein Studio Ghibli-Film. Kombiniert man nun diese Filme mit Videospielen, kommt Ni no Kuni raus. Am 15. September ist das Remaster von Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin, im Game Pass erschienen. Das Spiel wurde von Level 5 in Zusammenarbeit mit Studio Ghibli entwickelt. Dabei war Studio Ghibli für die Animation verantwortlich. In den Zwischensequenzen sind die Parallelen zu Filmen wie Kikis kleiner Lieferservice auch sofort erkennbar. Außerdem hat der gleiche japanische Komponist, welcher die Musik für die meisten Ghibli-Filme kreiert hat, auch die Musik für Ni no Kuni komponiert. In dem JRPG schlüpft er in die Rolle von Oliver und durchlebt eine märchenhafte Geschichte, die wie so viele Märchen erstmal traurig beginnt. Denn am Anfang stirbt die Mutter von Oliver. Daraufhin erweckt der von Trauer erfüllte Oliver mit seinen Tränen ein magisches Wesen, welches den kleinen Helden in eine magische Parallelwelt führt. Als Zauberer und mit der Hoffnung, eurer Mutter wieder zu begegnen, bekämpft ihr an der Seite von interessanten Charakteren und putzigen Geschöpfen das Böse. Das gefeierte JRPG ist eine klare Empfehlung für alle Ghibli-Fans, die eine märchenhafte Geschichte in Form eines Spiels erleben wollen. Wer es gemütlich mag, auf Weltraumspiele steht und keinen großen Wert auf packende Geschichten legt, dem kann ich Hardspace Shipbreaker empfehlen. Dabei handelt es sich um eine Art Weltraum-Schrottsammler-Recycle-Schulden-Abbau-Simulator. Das Spiel beginnt mit einer heroischen Darstellung der sogenannten Abwracker, deren Job es ist, zerstörte Weltraumschiffe zu zerlegen und die Einzelteile richtig zu recyceln. Kaum im Spiel unterzeichnet man bereits einen zwielichtigen Arbeitsvertrag und wird zum Abwracker ernannt. Leider wird dann aber auch klar, dass dieser Job auch mit Kosten verbunden ist. Und so kommt es, dass wir nach keinen 10 Minuten im Spiel schon immense Schulden haben. Da wir nicht gerne verschuldet sind, machen wir uns natürlich direkt an die Arbeit. Zu unseren Aufgaben zählt die korrekte Mülltrennung, also das Identifizieren von Materialien, und das anschließende Trennen, falls unterschiedliche Stoffe an einem Objekt zusammenhängen. Auch muss darauf geachtet werden, in welche, nennen wir sie Tonne, die Materialien geworfen werden. Denn trennen wir falsch, wirkt sich das negativ auf unser Gehalt aus. Hardspace Shipbreaker ist ein sehr gemütliches und langsames Spiel. Also schnappt euch ein Heißgetränk, lehnt euch zurück und nehmt Schiffe im Weltraum auseinander. Wer es aber nicht gemütlich haben will, sondern mit Bewegung und lauter Musik für Hitze sorgen möchte, dem empfehle ich das nächste Spiel. Metal Hellsinger. Als ich den dämonischen Rhythmus First-Person-Shooter gespielt habe, konnte ich mit dem Headbang kaum aufhören. Das Headbang im Takt hält dabei nicht nur warm, sondern hilft auch beim Zocken. Denn das Wichtigste bei Metal Hellsinger ist, Dämonen im Takt zu vernichten. Das heißt, passt zur Musik auf Gegner schießen oder mit dem Schwert schwingen. Gelingt euch das, erhöht sich ein Multiplikator, welcher nicht nur euren Schaden erhöht, sondern auch Einfluss auf die laufende Metal-Musik hat. Denn habt ihr einen niedrigen Multiplikator, sind nur wenige Instrumente zu hören. Je höher der Multiplikator, desto mehr Instrumente und desto mehr ballert die Musik. Ist der Multiplikator 16 erreicht, kommt auch der Gesang dazu. Die Geschichte des Spiels dreht sich um die vom Spieler gesteuerte Namenlose, welche ihrer Stimme beraubt und in der Hölle eingesperrt wurde. Euer Ziel ist es, aus dem Gefängnis auszubrechen und eure Stimme wiederzuerlangen. Um die Story durchzuspielen, sind ca. 10 Stunden Spielzeit notwendig. Außerdem gibt es neben der Story einen Highscore-Modus, in welchem ihr euch durch eine Art Dungeon kämpft und Punkte sammelt, bis ihr sterbt. Und wenn Metal für euch nichts ist, der Rhythmus-Shooter verfügt nun auch über Mod-Support für PC. Somit könnt ihr zu jeder erdenklichen Musikrichtung Dämonenhorden bekämpfen. Übrigens, achtet darauf, dass ihr die Video- und Audio-Latenz korrekt kalibriert. Macht das gerne auch immer wieder mal, beispielsweise zwischen euren Spiele-Sessions. Denn der Spaßfaktor des Spiels steht und fällt mit der korrekten Kalibrierung. Seit dem 27. September können sich Game Pass-Besitzer dem herausfordernden Moonscars stellen. Moonscars ist ein düsteres, aber trotzdem schickes, nicht-lineares Action-Adventure-Jump-and-Run-Spiel, welches in einer 2D-Welt mit Pixel-Look spielt. In dem Spiel von Humble Games steuert ihr die Lehmkriegerin Irma die Graue und verfolgt das Ziel, euren Schöpfer zu finden und das Geheimnis hinter dem Grund eurer Existenz zu lüften. Auch wenn der 2D-Look von Moonscars es nicht direkt vermuten lässt, weist das Spiel sehr viele Parallelen zu den Souls-Spielen auf. Es hat einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, es gibt die Ressource Knochenstaub, die wie die Seelen in Dark Souls zum Leveln eingesetzt werden können, außerdem gibt es Leuchtfeuer in Form von dunklen Spiegeln, die Möglichkeit zu parieren und die aus den Souls-Spielen bekannten Abkürzungen. Auch wenn Moonscars diese Merkmale aufweist, würde ich nicht so weit gehen, es als Souls-like zu bezeichnen. Denn dafür bringt es viel mehr eigene Merkmale mit. Beispielsweise sammelt ihr mit jedem Angriff Sekret, mit dem ihr euch
euch jederzeit heilen könnt oder Spezialattacken auslösen könnt. Ich empfinde das Spiel bezüglich der Schwierigkeit nicht als unfair. Trotzdem muss man sich auf frustrierende Abschnitte einstellen. Wie in den Souls-Games führen diese aber dazu, dass man lernt, seine unterschiedlichen Fähigkeiten richtig einzusetzen, um auch die schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Beherrscht man das Kampfsystem, ist das Spiel vor allem dank des schnellen Gameplays äußerst zufriedenstellend. Und zum Lachen wird euch das Spiel auch bringen, denn Stand jetzt verhalten sich einige Gegner ziemlich dumm. Ich hoffe, dass das nicht rausgepatcht wird, denn in diesem düsteren Setting sind solche Momente eine schöne Abwechslung. Wer bei diesem kalten Wetter einfach nur in die Sonne will, dem empfehle ich den virtuellen Ausflug ins warme Griechenland. Am 15. September ist Assassin's Creed Odyssey im Game Pass erschienen. Das Spiel gibt es zwar schon seit 2018, ist aber auch heute noch sehr gut spielbar. Eine Empfehlung für alle, die mit den Assassin's Creed Spielen nicht auf Kriegsfuß stehen, Lust auf eine schöne Open World haben und an den Legenden und Geschichten Griechenlands interessiert sind. In dem Aushängeschild der Reihe begebt ihr euch in das antike Griechenland und tretet eine Heldenreise an, die vollgepackt ist mit Mythen, Legenden und Schlachten an Land und auf See. Das Gameplay ist eine Mischung aus Assassin's Creed-typischen Kletter- und Parcours-Passagen und einem Kampfsystem, bei welchem ihr zwischen Nahkampf, Fernkampf und Stealth-Manöver wechseln könnt. Die Story bietet die Besonderheit, dass ihr immer wieder Entscheidungen treffen könnt, die Auswirkungen auf die Haupt- und Nebenmission haben. Doch das Wichtigste habe ich noch nicht erwähnt. Ihr könnt den klassischen Das-ist-Sparta-Tritt ausführen. Euch ist nicht nach warmem antiken Griechenland und ihr mögt es eigentlich kalt? Dann nehmt in Deathloop die Rolle vom kaltschneuzigen Cold ein und zerstört den Loop. Deathloop ist ein First-Person-Shooter, welcher von den Machern von Dishonored stammt. In dem preisgekrönten Next-Gen-Shooter befindet ihr euch in einem Loop und erlebt den immer gleichen Tag wieder und wieder. Brechen könnt ihr den Loop nur, wenn ihr 8 bestimmte Ziele, die sogenannten Visionäre, erledigt. Das Spiel startet damit, dass ihr am Strand aufwacht und keine Ahnung habt, was hier überhaupt vor sich geht. Doch im fortschreitenden Spielverlauf lernt ihr die Welt bzw. den Loop immer besser kennen. Da ihr denselben Tag immer wieder aufs Neue durchlebt, erfahrt ihr mehr über Geheimnisse, Verhaltensmuster und vor allem über die zu erledigenden Visionäre. Das Wissen nutzt ihr, um clevere und ausgefallene Methoden zu entwickeln, mit denen ihr die Visionäre ermorden könnt. Deathloop ist quasi eine Mischung aus Hitman, Dishonored und eine gute Portion What the Fuck. Während eures Spieldurchgangs habt ihr die Freiheit zu wählen, wie ihr vorgeht. Ihr könnt entweder schleichen, hacken oder einfach brachial alles wegballern. Und wenn ihr alles machen wollt, dann geht das natürlich auch. Immerhin befindet ihr euch in einem Loop. Das Spiel beschränkt sich auch nicht nur auf die klassischen Waffen und Schwerter. Man kann sich auch magische Fähigkeiten aneignen, um beispielsweise zu teleportieren oder Gegner durch die Luft zu werfen. Das gefeierte Deathloop verfügt außerdem über einen Multiplayer. Denn während es euer Ziel ist, den Loop zu brechen, ist es das Ziel von Juliana, den Loop zu beschützen. Im Singleplayer wird Juliana von der KI gesteuert, doch im Multiplayer kann ein Gegenspieler oder ihr selbst in die Rolle von Juliana schlüpfen und Jagd auf Cold machen. Auch wenn das nächste Spiel am 30. August erschienen ist, möchte ich es kurz erwähnen. Die Macher von Telling Lies haben nun ein neues Spiel rausgebracht, welches den Namen Immortality trägt. Immortality ist ein Full-Motion-Videospiel, in welchem ihr das Verschwinden der Schauspielerin Marissa Marcel aufklären müsst. Für die Aufklärung stehen euch 3 Filme, in denen sie mitgespielt hat, zur Verfügung. Diese wurden jedoch nie veröffentlicht. Neben den 3 Filmen habt ihr aber auch Zugriff auf zusätzliches Videomaterial, welches bei der Aufklärung ihres Verschwindens helfen kann. Das Gameplay ähnelt dem von Telling Lies, nur dass ihr hier zwischen Videos wechseln könnt, indem ihr auf Objekte oder Personen klickt. Schaut ihr euch ein Video an, könnt ihr beispielsweise mit dem Cursor auf das Gesicht einer Person klicken und das Spiel zeigt euch ein Video, in welchem das Gesicht dieser Person in ähnlicher Stellung zu sehen ist. Immortality bietet eine spannende und immersive Geschichte, die vollgepackt ist mit Mysterien, die einen an den Bildschirm fesseln. Ein absolutes Muss für Fans des Genres. Das waren die Game Pass Highlights im September. Wenn euch das aber noch nicht reicht, dann freut euch auf die folgenden Highlights des Oktobers. Doch bevor ich euch diese zeige, ein kleiner Hinweis. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen. Nun aber zum ersten Kracher im Oktober, A Plague Tale Requiem. Am 18. Oktober erscheint die Fortsetzung im Game Pass. Zu dem Spiel gibt es gar nicht so viel zu sagen, denn die, die den ersten Teil kennen, greifen zu und alle anderen könnte ich spoilern. Falls ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt, dann kann ich euch nur sagen, probiert ihn einfach mal aus. Es lohnt sich. Falls ihr ein Spiel zum Überwintern braucht, ein Spiel, welchem ihr euch dem Rest des Jahres widmen könnt, dann wartet noch den 21. Oktober ab, denn dann erscheint das preisgekrönte Persona 5 Royal. Das JRPG hat so viele verschiedene Spielelemente, dass eine würdige Beschreibung des Spiels nur mit einem eigenen Video möglich wäre. In Persona 5 Royal nehmt ihr die Rolle eines Oberschülers ein und entdeckt eine mysteriöse Parallelwelt, in welcher sich das Böse im Menschen zeigt und als Phantomdieb ist es eure Aufgabe, andere Menschen von ihrem verzerrten Begierden zu befreien. Was wäre ein Oktober ohne Horrorspiel? Natürlich müssen wir auch dieses Jahr nicht darauf verzichten. Am 14. Oktober erscheint das atmosphärische Horrorabenteuerspiel Scorn, welches in den Trailern schon schön grässlich aussieht. Ich bin super gespannt darauf und freue mich schon riesig auf die Gruselstunden damit.
Das waren die 10 besten Game Pass-Spiele im September und Oktober. Hat euch eins davon angesprochen und findet den Weg auf eure Festplatte? Habe ich vielleicht sogar ein Spiel vergessen? Erzählt es mir in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ein Abo würde mich jedenfalls sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.